So, meine lieben Freunde, lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Das Video wird ein bisschen ausführlicher, denn es geht um einen Anfängerguide für Rainbow Six Extraction. Und heute erkläre ich mal ein wenig, auf was ihr, wenn ihr neu seid, achten solltet, wovor ihr wenig Angst haben müsst und was ihr einfach und sehr, sehr schnell umsetzen könnt. Angefangen ist ja mit den Operatoren, die ihr hier habt. Operator können von Level 1 bis 10 gestiegen werden und jeder Levelaufstieg, den man, wenn man einen Operator anklickt und auf Beförderung klickt, sehen kann, was das nächste Update so bringt. Viele sagen manchmal, ah ja, der Operator ab Level 1 ist halt nur gut für die Anfangsstadt bei Spielen New York City. Für San Francisco braucht man mindestens Level 3, für Alaska muss der Level 7 sein und für Truth and Consequences muss der mindestens Level 10 sein. Stimmt alles nicht. Ihr könnt mit Level 1 schon überall anfangen, denn ihr könnt, wenn ihr, was ich euch empfehle, entweder mit Freunden zu spielen oder halt solo. Und dann könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf New York geht, was die Anfangsstadt ist, dann könnt ihr euch ein Bereich aussuchen, den ihr rein möchtet. Moonlight Gardens, Liberty Island oder Polizeiwache. Jeder Level ist in drei Abschnitte unterteilt, in denen ihr Missionen erfüllen müsst. Und dort ist halt je nachdem ein bisschen was hoch und runter. Wenn ihr aber sehr, sehr gut sein wollt und sehr, sehr schnell New York durchspielen wollt, kann ich euch empfehlen, immer und durchgehend und permanent zu Moonlight Gardens zu gehen. Dort sind die Räume sehr übersichtlich, nicht zu eng. Und das ist schon einer der wichtigsten Gründe. Was ihr auch beachten müsst, wenn ihr spielt. Die Operator, die ihr levelt, bringen euch keinerlei Fortschritt. Außer der Level an sich. Machen Operator einen Level? Steigt auch etwas der Fortschritt. Mit dem Fortschritt schaltet ihr wiederum neue Gadgets frei und React-Marken. Mit React-Marken könnt ihr zum Beispiel hier React-Geräte kaufen. Ihr startet mit einer Aufklärungsdrohne und einer Rauchgranate. Wichtig. Wenn ihr aber spielt und ihr geht auf New York City, das ist euer erster Anlaufpunkt, dann solltet ihr erstmal die Studien beachten, die sehr, sehr wichtig sind. Denn wenn ihr auf die erste Studie geht, es gibt insgesamt in jedem Abschnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Studien. Und jede Studie hat Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Hier zum Beispiel Blick nach oben. Pinge Nester an Wänden oder Decken an. 5-mal. Dafür bekommt ihr schon 2500 EP, die sehr wichtig sind. Nicht nur für den Abschluss an Missionen bekommt ihr EP, sondern auch für die Studien. Führt ihr diese Studien fort und macht immer Level by Level fertig, bekommt ihr natürlich auch Skins für Waffen freigeschaltet, noch mehr XP, neue Einträge, die euch ein bisschen was erzählen über dieses Extraction und woher diese Monster kommen und was dort überhaupt passiert ist. Und durch das Missionen erfüllen, wie das hier wieder. Hier könnt ihr einen Anhänger bekommen, Würfel und 5000 EP. Aufgaben natürlich immer wieder verschieden. Hier ist Pinge verschiedene Vorratsbehälter an. Ne? Das zeige ich euch gleich. Das ist Ingame mit Y. Oder benutze einen beliebigen Befehl aus dem Chatrad. Halte N für das Chatrad gedrückt. Einfach Ingame N gedrückt halten und dann irgendein Emote aussuchen und das dann benutzen. Dann habt ihr ja eine Mission schon erfüllt. Dann wiederum, die ersten Operator, die ihr habt, sind diese hier oben, die 12. Und ihr könnt im Laufe des Spiels über Fortschritt hier diese 3 freischalten und danach nochmal die letzten 3. Wie gesagt, Fortschritt ist wichtig, weil ihr kriegt diese React-Marken und mit den React-Marken könnt ihr dann Geräte freischalten. Eine der wichtigen Sachen, die ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr sehr unsicher seid am Anfang, die Wiederbelebungs-Kit mitzunehmen. Für Solo-Enthusiasten, die etwas höher spielen wollen, ist das schon eine der guten Sachen.
Ich kann euch dann aber auch noch empfehlen, die Kontaktgranate zu benutzen. Damit könnt ihr stärkere Gegner, die etwas größer sind, wenn ihr in New York seid und ihr geht auf größere Gegner los, könnt ihr dort auf jeden Fall Gegner mit betäuben. Ne? Die werden dann kurz gestunt. Scannermine ist jetzt nicht so wichtig, Körperpanzerung auch nicht. Was aber sehr, sehr wichtig wird später, sind auf jeden Fall die Betäubungsgranaten. Die braucht man sehr, sehr oft für Missionen. Alles andere hier könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ne? Auf jeden Fall die Betäubungsgranate, ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Die Kontaktgranate, die Rauchgranate auch sehr wichtig. Später wird auch die XR-Aufklärungsdrohne noch sehr, sehr wichtig. Ich erzähle euch jetzt hier nur ein bisschen, welche Geräte ihr fokussen solltet, wenn ihr in diesen Abschnitt hier kommt, weil Abschnitt für Abschnitt könnt ihr neue Sachen freischalten. Als erstes schaltet ihr diesen Abschnitt hier dann frei und da solltet ihr dann Betäubungsgranaten mitnehmen. In diesen Abschnitt solltet ihr auf jeden Fall die XR-Aufklärungsdrohne mitnehmen. Die ist sehr, sehr stark, denn die Drohne fährt einfach in einem Bereich und in einem 8-Meter-Bereich markt sie oder markiert jeden einzelnen Gegner, den ihr seht, ob Nest, ob außer natürlich, wenn er unsichtbar ist, aber dazu kommen wir später. Scan-Granaten ist dann alles, müsst ihr dann selber entscheiden. Aber das hier auf jeden Fall einer der ganz wichtigen Sachen. Und wenn ihr im letzten Tree angekommen seid, dann müsst ihr auf jeden Fall als allererstes die Lähm-Granate freischalten. Einer der stärksten Gadgets, die man haben kann. So, jetzt gehen wir mal in-game. Nehmen wir mal Moonlight Garden. Und dann nehmen wir natürlich den moderaten Schwierigkeitsgrad. Das ist der leichteste von allen. Dort sind dann weniger Gegner unterwegs, weniger Nester unterwegs. Und dann sage ich euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr spielt. Das sind jetzt Aufgaben wie Rettung, Abschaltung und Triangulation. Jede dieser Aufgaben kann man verschieden angehen. Wichtig ist auf jeden Fall bei diesen ganzen Missionen, schön versuchen, sneaky und leise vorzugehen. Wenn ihr irgendwann erfahren seid, lauft ihr dann einfach nur noch durch die Level durch. Wir nehmen natürlich einen Level 1 Operator. Schauen, dass dieser Operator einen Schalldämpfer auf seiner Waffe hat. Wir nehmen die Anfangssachen mit, wie die Rauchgranate. Und natürlich die Aufklärungsdrohne. Damit man auch nicht sagen kann, ja, ich habe den OP-Operator mitgenommen. Und gehen dann auf Ausrüstung bestätigen und dann geht's schon in die Mission. So, ihr habt jetzt, wenn ihr ins Spiel kommt, ihr habt jetzt eine Aufgabe, und zwar die Geisel zu finden. Mensch. Wenn ihr Tab drückt, könnt ihr die Map sehen. Die Map ist genau so aufgebaut. Hier sind überall Bereiche, in die ihr gehen könnt. Grüne Türen bedeutet, dass diese geschlossen sind und hier per React Handabdruck wieder geöffnet werden können. Dann habt ihr eine Taschenlampe auch noch an der Waffe. Da müsst ihr keine Angst haben. Diese Taschenlampe bewirkt genau dieses hier, dass Gegner durch die Wand leuchten. Dieser rote Punkt an seinem Kinn ist zum Beispiel ein Punkt, an dem er kritisch getroffen werden kann und sofort stirbt. Aber auch der Hinterteil dieses Gegners ist mit einem Schuss zum Explodieren zu bringen und der Gegner ist tot. Negativ dabei ist nur, dass das gehört werden kann. Mit Y könnt ihr jetzt diesen Gegner anpingen und er wird so lange angepingt bleiben, wie das Y drauf ist. Dieser Gegner ist ein Verseucher und der hat nur eine Schwachstelle. Es gibt Gegner, die haben Schwachstellen auch noch wo ganz woanders und so weiter und so fort. Ne? Nur um das einmal zu zeigen. Hier könnt ihr jetzt sehen, wir müssen eine Zielperson evakuieren und retten und über Escape könnt ihr eure Mission oder Studien angucken, falls ihr mal nicht weiter wisst. Spiel kann nicht pausiert werden, auch wenn ihr Solo spielt. Ihr könnt jetzt euch in eine Ecke stellen und eine Drohne nehmen und könnt auch gucken,
wie ungefähr die Lage des Spiels ist und was man hier machen kann. Hier ist zum Beispiel einer der Gegner, das ist ein Blender. Der legt hier kleine Granaten und wenn ihr in die reinlauft, werdet ihr geblendet und könnt für ein paar Sekunden nichts sehen. Die einzige Schwachstelle bei diesem Gegner ist der Bauch. Das heißt, schießt ihr diesen Gegner auf den Bauch, ist dieser Gegner sofort tot. Dann haben wir wiederum den Verseucher. Ja, wo ist unser Verseucher jetzt hin? Da ist unser Verseucher hin. Der Verseucher ist anfällig am Rücken. Wenn man auf diesen Rücken schießt, explodiert er und lässt Gift. Die roten sind Sprenger und explodieren. Und an dem Kinn, an der kleinen Kinnpartie, ist seine Schwachstelle. So können wir euch erstmal die Typen zeigen. Hier haben wir wieder einen Schleicher, einen Streiter, Entschuldigung, dem seine Schwachstelle ist der Kopf, ein Schuss auf den Kopf und dieser Gegner ist tot. Und jetzt suchen wir uns mal ein Nest. Und dann erkläre ich euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Wir müssen doch hier irgendwo... Ja, da ist ein Nest. Nester sind immer neutral euch gegenüber, solange sie nicht aktiviert werden. Aktiviert werden können sie, wenn euch ein Gegner zum Beispiel sieht und dann aufschreit. Dann habt ihr die Möglichkeit, diese Gegner zu töten und so schnell wie möglich diese Nester auszuschalten, bevor überhaupt irgendwas passieren kann. Weil diese Nester spawnen kontinuierlich Gegner. Also gehen wir mal wie folgt vor. Ich zeige euch das einfach mal. Wir müssten jetzt nochmal warten, bis der... Wir warten jetzt mal, weil die haben meistens die gleiche Route. Da haben wir ihn einmal ans Kinn geschossen und er ist sofort ausgeschaltet, der Gegner. Hier ist der Blender. Den können wir auch in den Bauch schießen. Dann ist der Blender auch sofort ausgeschaltet. Das war jetzt der Schreiter. Hier vorne hören wir die Footsteps. Wieder ein gezielter Schuss aufs Kinn. Und der Verseucher ist auch tot. Dann hören wir nochmal Steps. Wieder ein Schreiter. Dort wollte er zum Schrei ausholen. Aber kann dies nicht tun, da wir ihn sofort in den Kopf schießen und das Leben nehmen. Jetzt gehen wir mal zu unserem Nest. Das war nämlich hier vorne in dem Raum. Und dieses Nest kann man jetzt entweder mit Schüssen ausschalten oder mit einem gezielten Takedown, der bei euch auf V sein sollte. Bei mir ist das auf der Maustaste. Wenn ihr den drückt, könnt ihr dieses Nest ausschalten und es wächst nicht mehr nach. Wenn ihr das so ausschaltet, bekommt ihr einmal Tarnpunkte, Takedown-Punkte und ihr bekommt die Zerstörung für das Nest selber. Also mehr Punkte an sich. Diese kleinen Pakete hier sind Munition, selbsterklärend. Immer aufheben, gibt ein bisschen Ammo. Wenn ihr solche weißen Pakete seht und nicht wisst, wie das ist, markiert ihr das mit Y. Und wisst, das ist React-Nachschub. React-Nachschub, ganz wichtig, ist immer Granaten, die ihr mitnimmt. So wie unsere Rauchgranate. Wir haben jetzt hier oben ein Nest. Dort kommen wir nicht anders hin, außer das zu töten. Ihr könnt da einmal gegenschießen. Das Nest wird nicht dadurch aggro. Und es braucht ungefähr 4 Schuss, bis es zerstört ist. Da wir noch im Tarnmodus sind, haben wir den Nest und den Tarnkill. Hier könnt ihr zum Beispiel prüfen, ob Gegner da sind, indem ihr mit der Taschenlampe auf die Wand leuchtet und einfach immer geduckt etwas weiter vorgehen. Hier hören wir zum Beispiel wieder ein Nest, das dort oben an der Decke ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder einen Verseucher. An Gegner kann man sich auch anschleichen.
Und diese Takedown. Wir haben ihn jetzt mal in sein... So, wir haben jetzt neben der Geisel erstmal die ganzen Einheiten, die es dort gibt, ausgeschaltet. Dann hören wir hier nochmal Schritte hinter dem, hinter der Wand. Da können wir direkt auch wieder ausschalten. Die Explosion wird natürlich auch andere Gegner anlocken, aber immer nur zu dem Punkt, wo der Gegner explodiert ist. Das bedeutet, ihr könnt jetzt noch einmal jemanden erschießen mit der Schwachstelle am Rücken und der explodiert dann wieder und lockt weitere Gegner an. Wenn kein Gegner mehr kommt, wisst ihr, die Luft ist rein. Jetzt könnt ihr zu eurer Zielperson gehen und diese Zielperson muss natürlich evakuiert werden und zwar... zu dem Helikopterpunkt. Jetzt werden wir gleich mal ein bisschen was umsetzen, was wir so gelernt haben in der Zeit. Zielperson evakuieren. Sie darf nicht verletzt werden. Diese Zielperson hustet zum Beispiel. Das heißt, Gegner, die in der Nähe sind, werden immer noch angelockt. Sollte aber kein Problem sein. Und hier wichtig am Helipad... nicht diesen Knopf hier drücken, damit haut ihr ab, sondern wir gehen hier an die Evakuierungskapsel und legen sie dort mit F gedrückt rein. Und unsere Mission ist geschafft. Jetzt können wir uns dazu entscheiden, auf die Map zu gucken und hier weiterzugehen. Dann kommen wir in den nächsten Abschnitt und wir werden zu Moonlight Spa geleitet. Und dort müssen wir eine Abschaltung durchführen mit Sprengstoff. Wir werden das alles mal durchgehen. Damit ihr das einfach mal seht. Wir wissen auf jeden Fall, hier vorne war noch ein Gegner. Wir haben auf jeden Fall die Steps gehört. Ihr könnt dabei auch geduckt sein. Ihr habt für jede Mission, die ihr macht, ganz entspannte 15 Minuten Zeit. Sobald ihr aber eine Mission fertig gemacht habt und ihr habt sie korrekt ausgeführt, habt ihr oben links in der Ecke einen grünen Punkt. Gegner, ganz wichtig, können auch mit Nahkampfangriffen getötet werden. Und ich zeige euch gleich nochmal, wie man Rauchgranaten einsetzt, wenn wir hier einen Gegner finden noch. Wenn wir keinen Gegner finden, gehen wir einfach in den nächsten Bereich. Hier auch vorsichtig sein, manchmal sind in diesem Bereich auch Gegner. Dann schließen wir hinter uns die Tür. Heben alles auf, was wir hier finden können. React-Geräte, Erste Hilfe... Natürlich solltet ihr das mit Kollegen teilen, wenn ihr welche dabei habt. Munition. Und dann machen wir hier das nächste, die Luftschleuse an und gehen in den nächsten Level. Und bekommen unsere nächste Mission. Ich erkläre euch jetzt nicht, wie jede Mission läuft, sondern das, was wir hier machen. Wir haben hier Moonlight Spa. Und wir sollen hier am Helipad... eine Sprengstoffkapsel abholen und die müssen wir zu einem Splitter tragen und dort müssen wir diese Kapsel benutzen, damit hier keine Nester mehr nachwachsen. Das bedeutet, wenn hier ein Nest zum Beispiel zerstört wird in dieser Mission, wächst dieses Nest an der Decke immer wieder nach. Da vorne sehen wir schon einen Gegner, wir können mal mit der Drohne wieder vorgehen. Wir sehen hier diese kleinen Blubberbläschen. Ganz wichtig, das sind Blendsporen. Keine Angst, machen einen Punkt Schaden und blenden euch nach einem gewissen Zeitraum. Aber kann man auch zerschießen, sind sonst ungefährlich. Hier haben wir einen Schützen. Der Schütze ist über den Kopf zerstörbar. Das heißt, ein Kopf in den Schuss und dieser Gegner ist tot. Hier haben wir zum Beispiel einen Schleicher. Der Schleicher kann, wie ihr gerade gesehen habt, bei dem hier... Gegner unsichtbar machen, aber mit so einem leichten Schimmer sind sie noch zu sehen. Die einzige Schwachstelle, die dieser Kollege hat, ist sein Kopf. Ist dieser Gegner aber alarmiert, schließt er seinen Kopf mit dieser pflanzenähnlichen Teil und man kann ihn halt nur noch auf die Beine mit mehreren Kugeln lahmlegen. So funktioniert dieser Gegner. Das bedeutet, wir sehen jetzt, wie er steht, weil wir ihn markiert haben.
Müssen jetzt aber leider erstmal diese Geräte hier loswerden. Das heißt... Wir schießen das kaputt und stellen uns erstmal hier vorne wieder in die Ecke. So. Dann gehen wir wieder mit 5 in unsere Drohne zurück und schauen mal, ob der sich schon bewegt hat. Und ja, der Sprenger kommt hier rüber und schaut hier nach, warum hier geschossen worden ist. Er geht jetzt aber wieder zurück. Wir lassen den Schleicher auf jeden Fall anvisiert. Und wir sehen, der Schütze kommt jetzt rein. Und jetzt zeige ich euch mal was Tolles. Der Schleicher kommt hier rüber. Da müssen wir auf jeden Fall ein Stück zurück. Ein Schuss gezielt in den Kopf und der Schleicher ist tot. Über die Schwachstelle, ne? Könnt ihr ja schon mal ein paar Tipps. Natürlich gibt es noch mehr, aber wir machen jetzt halt nur das, damit es einmal ausführlich ist und ein bisschen was gezeigt wird. Wichtig ist auch, wenn ihr eine Position eines Gegners unbedingt beibehalten wollt und jetzt nicht mehr wisst, oh, wo ist denn jetzt der Schütze hin? Dann müsst ihr hier ein bisschen rumfahren. Da ist der Schütze und markiert den. Dann gehen wir wieder aus der Drohne raus. Und wichtig ist, die Drohne hat ja unten eine Batterieanzeige. Die können wir wieder füllen, indem wir aus der Drohne rausgehen und den Drohnenknopf jetzt gedrückt halten. Dann rufen wir die Drohne nämlich zurück und die ist sofort wieder voll und verfügbar. Der Kollege steht jetzt da. Ihr braucht doch keine Angst haben, wir haben einen Schalldämpfer. Das heißt, die Gegner können nicht geordnet, also die können uns nicht ordnen. Wir sehen, der Schütze geht etwas vor. Wir wollen jetzt den da vorne sprengen. Das machen wir jetzt auch. Und jetzt zum Beispiel ist der Schütze nämlich darüber gegangen. Wir sehen das leichte Schimmern durch die Mission. Wir warten jetzt mal, bis der Schütze zurückkommt. Und dann werden wir eine Rauchgranate werfen. Und sobald der Schütze in dieser Rauchgranate ist, gehen wir zu dem Gegner hin. Und können ihn mit einem Takedown sofort umbringen. Kriegen dafür sogar noch Takedown und noch ein paar andere Sachen. Dann warten wir mal kurz, bis er wiederkommt. Ah, noch will er nicht. Dann gehen wir hier erstmal vorbei. Schalten ja mal das Netz aus, Nest aus, was natürlich nichts bringt. Weil der immer wieder nachwächst. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist unser Ziel. Das heißt, wir benutzen die Drohne und schauen nochmal, was hier so los ist. Hier ist natürlich nichts. Ein Nest ist hier vorne. Und hier vorne sind wieder jede Menge Schützen. Der pennt. Ein Exploder. Noch ein Schütze. Und jede Gegnerart hat halt die eigene Angehensweise. So, hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner unterwegs. Wir haben hinten noch den Schützen. Der bleibt da offensichtlich. Das heißt, wir gehen hier durchs Gym, weil wir wissen, da ist nichts. Hier vorne kommen aber gleich Gegner. Deswegen sollten wir uns wieder in den Schleichmodus bewegen. Hier ist ein Schütze. Den können wir direkt per Kopfschuss ausschalten. Dann hier den Schützen direkt auch ausschalten. Jetzt werden Gegner angelockt und gehen dorthin. Und hier kann man nochmal entspannt das Nest ausschalten. Auch wenn das wieder nachwächst, ist das halb so schlimm. Ich meine, es sind Punkte, die wir bekommen. Hier vorne stand eben noch ein Schütze. Der ist jetzt eben drüber gegangen. Hier sind wieder diese Sporen. Kann man direkt auch mit wegschießen. Aufpassen. Jetzt müssen wir hier aus der Seite beim Helipad einen Sprengstoff rausnehmen. Und dann wird uns normalerweise angezeigt, wo wir hin müssen. Das wird jetzt aber nicht gemacht. Das heißt, wir legen den Behälter mal hin. Wir werden jetzt mal die Stelle suchen,
wo wir das hinbringen müssen. Der Schütze steht hier, das heißt, wir markieren den einmal. Wir werden jetzt einmal den Punkt suchen, wo wir das hinbringen müssen, und zwar hier. Hier müssen wir das hinbringen. Und wenn wir das geschafft haben, ist die Mission auch so gut wie geschafft. So, dann nehmen wir das Gerät mal mit. Wenn wir das Gerät tragen, können wir leider nur unsere Pistole benutzen. Aber das reicht normalerweise schon. Ein Schuss auf den Kopf eines Gegners und der ist ausgeschaltet. Wir wissen, hier vorne stand der Schütze. Den sehen wir auch da noch, teilweise den Kopf. Ein Schuss gezielt drauf und der ist tot. Hier schießen wir jetzt wieder auf die Schwachstelle des Gegners. Das lockt natürlich wieder alle anderen Gegner in der Umgebung an. Was natürlich leicht für uns ist, da wir den nächsten dann ausschalten können. Da kommt der nächste angelaufen. Schalten wir den Sprenger auch noch aus. Das war der rote nämlich. Das ist die andere Variante davon. Und jetzt hören wir keine Steps mehr. Und nähern uns jetzt vorsichtig dem Ziel. Da war noch ein Schleicher, den haben wir direkt ins Gesicht geschossen, weil die Schwachstelle offen war, was wir eben gesehen haben. Und jetzt gehen wir hier hin. Machen die Sporen weg und beenden diese Mission. Und die nächste Aufgabe ist erfüllt. Und ihr seht, alle Nester sind weg. Wenn ihr jetzt diesen Schleim hier auch noch seht, da könnt ihr mit einer Kugel drauf schießen. Keine Angst, das hört man nicht. Dann ist das weg und ihr werdet nicht mehr verlangsamt. Denn ihr werdet auf diesen Schleim auch verlangsamt. In manchen Leveln ist das mehr und in manchen weniger. Das sind aber so bis jetzt die Grundlagen des Spiels. Triangulation ist auch noch eine Sache, die wir machen müssen. Aber jetzt will ich noch einmal eine Rauchgranate im Einsatz zeigen. Wir drohen mal vor. Und schauen mal, ob wir einen Gegner finden hier. Ich glaube, ich habe schon was gehört. Bin mir aber nicht sicher. Ah, wieder ein Schleicher unterwegs. So, da hier jetzt keine Nester mehr sind, müssen wir uns aber auch keine Sorgen mehr um den Gegner machen. Hier ist noch ein Schütze unterwegs. Wir werden jetzt erstmal den Schützen dann ausschalten. Wir werden gucken, dass wir das hinkriegen. Wir wissen ja, dass irgendwo hier der Schleicher ist. Gucken nochmal genau, wo der Schleicher ist. Okay, der Schleicher geht jetzt hier rüber. Wir müssten irgendwie den Schützen ausschalten, damit wir einmal kurz Ruhe haben. Gut, daneben ist direkt der Schleicher. Ah, der hat den jetzt unsichtbar gemacht. Der Schleicher ist jetzt weggegangen. Okay, der Schleicher ist jetzt da. Oh, jetzt sind diese Porn an uns. So, jetzt haben wir den Schützen ausgeschaltet. Jetzt könnt ihr es aber nochmal sehen. Jetzt sind diese Klebedinger an uns. Jetzt müssten wir ein bisschen zurückgehen, weil wir machen gleich Geräusche. Die explodieren dann einfach, hinterlassen eine kleine Smokescreen und dann sind wir halt kurz am Husten. Und das war's dann aber auch schon. So, jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ein Gegner uns bemerkt und was man dagegen machen kann. Und was passiert, wenn er uns bemerkt. Jetzt
Natürlich läuft er uns jetzt nach. Das soll er aber nicht. Der soll schreien, die Sau. Wir gucken mal gleich, ob wir es hinkriegen, dass der schreit. Aber irgendwie will der nicht. Los, schrei, du Arsch. Ich muss den Leuten ein Video zeigen. Du sollst nicht weggehen, du Sau. Hallo. Naja, der will nicht. Das heißt, wir benutzen jetzt eine Smoke Grenade. Dadurch wird er kurz benebelt. Und wir können ihn mit einem Nahkampfangriff direkt töten. Wichtig ist auch, was wir gerade noch gehört haben, das natürlich auch gut ist. Ab 2 Minuten spawnen sehr, sehr starke Gegner. Und wenn wir nicht bis dahin rausgekommen sind aus diesem Level, wird es eng für uns. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Jetzt fangen nämlich gleich Einheiten an zu spawnen. Und diese kommen immer wieder. Und seid ihr bei einer Minute... Also... Überlebt ihr das? Schafft ihr das noch zu überleben? Gut, aber ab dem die Zeitpunkt abgelaufen ist, ist Operator dann tot und weg. Jetzt fängt es gleich an. Schließen mal die Tür. Und eine letzte Sache zeige ich euch gleich noch, die auch sehr, sehr wichtig ist. Falls nämlich euer Operator stirbt, was dann passiert. Das zeige ich euch nämlich auch gleich nochmal. Das ist auch sehr wichtig. Das ist dann aber auch das Letzte und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Und jetzt passiert das. Jetzt spawnen kontinuierlich Gegner. Und da solltet ihr dann einfach raus, weil die Gegner wissen immer, wo ihr seid. Und auch ab einer Minute ist dann nichts mehr. Hier seid ihr sicher drinne. Einfach die nächste Zone starten. Und die Zeit läuft wieder von vorne und ihr habt wieder 15 Minuten Zeit. So. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn wir sterben mit dem Operator. Okay, wir müssen ja sterben, ich Idiot. Gucken wir mal, dass wir hier sterben. Ah, schon mal ein guter Anfang. Na, wie gesagt, ihr braucht da keine Angst haben. Einfach durchlaufen, wenn ihr mal sterbt. Das kann am Anfang passieren, ist mir auch passiert. Passiert dem Besten. Oh, hier aber auch nochmal der Gegner. Damit ihr das seht. Smoke-Granate. Damit kann man den direkt ausschalten. Den könnten wir auch ausschalten jetzt. Wollen wir aber nicht. Der soll uns niedermachen. Da kriegen wir Slaps. Dann wird Stasis-Schaum aktiviert. Und unsere Mission natürlich kaputt. Aber das ist nur für die Mission. Also nicht alles. Ne? Wir kriegen natürlich XP. Die bekommen wir jetzt aber nicht. Das ist ganz wichtig. Die XP, die wir jetzt bekommen, für das Töten von Gegnern, für das Nest ausschalten, für die Mission machen, natürlich bekommen wir die XP. Das Problem ist, wir bekommen die aber nicht zum Fortschritt dazu, sondern die wird uns abgezogen, weil der Operator verloren ist. Das bedeutet, wir gehen jetzt zum Menü zurück und müssten jetzt dem Operator, wir müssen jetzt den Operator retten. Hier sieht man noch Level 2 Belohnung, unsere Fähigkeit wird verbessert und wir kriegen Kampfzonen-Tarp, also einen Helm. Gehen dann auf weiter und sehen jetzt, wir haben Minus bekommen in Rot. Das bekommen wir aber wieder im Plus, wenn wir den Operator zurückholen. Und so funktioniert das System. Ist ein Operator down gegangen in einer Mission, wird dieser Operator vermisst
Und die XP, die man bekommt, wird zum Beispiel nicht zum Fortschritt dazu gewählt. Jetzt müssen wir auf einen anderen Operator zurückgreifen und in den Level zurückgehen, wo wir diesen Operator verloren haben. Wenn wir mit einem Operator zum Beispiel aus einem Spiel rauskommen und der hat sehr viel Schaden bekommen, ist sogar vielleicht einmal zu Boden gegangen und wir helfen dem, ist der verletzt und wir können diesen Operator auch nicht benutzen. Das bedeutet dann ist der Operator inaktiv und kann für diese Zeit nicht benutzt werden. Dieser Operator hier ist jetzt vermisst und kann gar nicht benutzt werden und auch nicht geheilt werden. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr eine Mission erfolgreich beendet und ihr kommt raus aus dem Match und habt einen verletzten Operator, wird dieser Operator automatisch geheilt mit Trefferpunkten. Und ich kann euch sagen, benutzt ihn dann erst, wenn ihr noch sehr neu seid, dass das alles so ein bisschen Cooldown ist. So, jetzt ist der aber weg, ist also vermisst und das wird uns angezeigt mit einem roten Kopf. Dann klicken wir hier drauf, gehen wir zu Moonlight Garden und haben den verloren und dann wird dieser vermisste Operator, den wir jetzt holen müssen, zu einer neuen Mission für uns. Und zwar zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Und das ist genau die erste Mission, ist sogar super für uns. Ein wichtiger Punkt auch noch, wir haben ja immer drei Missionen. Wenn es eine Mission gibt, die ihr partout nicht machen möchtet, könnt ihr versuchen, durch den Level durchzugehen, zur Schleuse zu kommen und direkt zur nächsten Mission zu gelangen. Das bedeutet, ihr seid nicht gezwungen, Missionen zu spielen, die ihr nicht möchtet. Nur einmal, um das klarzustellen, ganz wichtig, ihr müsst nicht diese Mission machen. Das Spiel zwingt euch nicht, ihr müsst diese Mission machen oder ihr kommt nicht weiter. Ihr könnt eine Mission überspringen und skippen, wenn ihr die nicht möchtet. Irgendwann lernt ihr eh, wie alle Missionen funktionieren. Das kommt durch den Spielefortschritt und dann wisst ihr eh, wo und was ihr machen müsst. So, wir müssen den Operator jetzt aber befreien. Das heißt, wir müssen einen bestimmten Punkt finden. Ich höre den Operator schon. Und zwar hier vorne. So, ich höre hier ganz viel Modder. Und zwar da oben. So, wir schießen jetzt ein bisschen die Kacke hier weg. Da ich aber schon Level 25 bin, muss ich die Kacke nicht wegschießen. Sondern ich habe einen Laser, der das hier alles wegmacht. Mach den Schmodder hier nämlich mal ein bisschen weg. Bereite das einmal vor und dann können wir... Ihr müsst das natürlich noch wegschießen, wenn ihr den Laser nicht habt. Den gibt es jetzt ab Level 25. Oh, machen wir ja auch mal zu. Ne, ihr könnt auch ein bisschen vorbereiten. Wichtig ist, es gibt auch Wände. Es gibt auch bestimmte Wände, die ihr verstärken könnt. Oh, dann kommen wir nämlich zum Helipad zurück. Hier einmal, wenn ihr zum Beispiel was vorbereitet, ihr könnt an Fenstern und an Wänden, zum Beispiel diese Wände hier, da könnt ihr euch ranstellen und ihr habt immer drei davon dabei und könnt Verstärkung anbringen. So tut ihr Gegnern das schwieriger, durch diese Wände zu kommen. Natürlich können die auch dort durchbrechen, aber halt schwieriger. Bei Fenstern ist es genau das gleiche, an ein Fenster stellen und davon habt ihr unendlich, da könnt ihr Barrikaden errichten und das Fenster ist geschlossen und man kann euch nicht sehen. Ja, ganz wichtig. Ich versuche hier alles so ein bisschen zusammenzufassen. So, dann machen wir hier noch die Tür zu. Und jetzt geht es normalerweise darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel
Wenn ihr das Spiel jetzt zum Beispiel zu zweit spielt, dann muss einer an dem Überlebenden hier ziehen, hier vorne. Und die anderen müssen diese Punkte, die hier sind, kaputt schießen. So wie der hier unten. Und so wie der hier oben. Und wenn ihr das nicht schafft, das kaputt zu machen, weil die geschlossen sind, laufen hier durch diese Adern so rote Punkte. Die könnt ihr auch kaputt schießen. Und daran hindert ihr diesen Baum, diesen Operator bei sich zu behalten. Das heißt, wir drücken jetzt einmal F und starten das. Und töten jetzt einfach nur die Zellen. Da wir alleine spielen, wird hier keine neue Zelle gebaut und wir können einfach den Operator nehmen und mit F dran ziehen. Und wir sehen schon, das linke, das rote an der Seite ist das, was der AKE-Baum versucht zu drücken. Da er aber keine Ankerpunkte mehr hat, wird er immer schwächer und wir können den Operator, den wir vorhin verloren haben, also Finca, rausziehen. So. Jetzt können wir den vermissten Operator nehmen und ganz wichtig, auch wenn andere Leute in diesem Level einen anderen Operator verloren habt, es gibt eine Mission, ihr könnt mit euren Freunden dort rein, wenn ihr zum Beispiel alle drei weg seid, nehmt ihr einen neuen Operator und wenn ihr einen Operator aus diesem Baum rausholt, holt ihr auch für die anderen automatisch die Operator mit raus. Das bedeutet, ihr holt nicht euren raus, müsst dann für euren Freund nochmal rein und dann muss man nochmal rein, um den anderen Operator zu holen, sondern ihr macht einmal die Mission und jeder vermisste Operator wird dann evakuiert. Nerviges Klingeln. So, dann nehmt ihr den vermissten Operator, den ihr auf den Schultern habt. Den könnt ihr auch immer wieder ablegen. Und legt ihn in diese Kapsel. Dadurch habt ihr die Mission schon geschafft. Jetzt könnt ihr euch natürlich entscheiden, ob ihr hier unten in den Durchbruch geht und zum Serienscannen geht und danach zur Biopsie. Oder ihr sagt, okay, wir haben unseren Operator gerettet, pfeift auf, wir gehen raus. Dann geht ihr hier an den Helipad, immer an diese Stelle und ruft den Helikopter und die Mission wird sofort beendet. Ihr kriegt zwar die Punkte für diese Mission, was natürlich nicht so viel ist, aber ihr müsst nichts zu Ende machen. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr das nicht spielen. So, jetzt bekommen wir natürlich für Missionsende, weil wir eine Mission geschafft haben, 1000 EP, paar Gegner noch gekillt, paar Nester, dies, das. Dafür bekommen wir Punkte. 90% nochmal für die Evakuierung obendrauf. Haben wir 2400 EP. Und dann ganz wichtig, für die Punkte, die wir haben, gehen wir ins Menü zurück, kriegen wir noch TP. Jetzt bekommen wir erstmal die vermisste EP zurück und dann bekommen wir natürlich noch für die Punkte, das wird in Trefferpunkte umgerechnet, sie ist jetzt nicht mehr vermisst, aber verletzt. Ah ne, sie ist sogar 50% geheilt und sie bekommt nochmal Trefferpunkte dazu. Ist nicht viel, weil wir wenig Punkte haben, aber wird jetzt um einen kleinen Bereich wieder geheilt. Und sie ist wieder zurück und man kann sie sogar benutzen. Manchmal ist sie verletzt, ne? Und das ist eigentlich so die Grundlage des Spiels. Wichtig ist, Leute, versucht eure Operator, die ihr mögt, hochzubekommen. Benutzt die Fähigkeit, wenn sie gebraucht wird. Lest euch das alles natürlich durch. Ich gehe nicht auf jede Fähigkeit ein, wie man es macht. Aber die Grundlage, zum Beispiel die Studien machen. Ganz wichtig, alle Missionen durch, dass das am Ende hier auf 100% ist. Dadurch steigert ihr euren Fortschritt. Der Fortschritt wiederum schaltet für euch neue Geräte frei und macht es euch viel, viel leichter, im Spiel voranzukommen. Die wichtigsten Sachen habe ich euch vorhin schon im Video erklärt. Und wie gesagt, Operator, einer der wichtigsten Operator für manche Missionen ist auf jeden Fall Fuse. Also ich kann euch empfehlen, Empfehlung zu leveln ist auf jeden Fall der Operator. Fuse ist sehr, sehr wichtig. Lion ist einer der besten Operator, die es in diesem Spiel gibt. Finca ist eine super, super starke. Alibi ist super stark. Gridlock ist auch mit einer der stärksten. Rook ist sehr, sehr gut, ein starker Supporter, genau wie Doc, genau wie Ella und wie Virgil. Alle anderen Operator sind, muss man nicht haben, sind in Ordnung, aber die haben halt keine Fähigkeiten, die wirklich hilfreich sind in dem Spiel. Das heißt, danke fürs Zusehen, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Es war sehr, sehr lang und ausführlich, aber lieber besser ausführlich und vernünftig erklärt als
langweilig und schnell und man versteht nichts. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.